So, hallo und herzlich willkommen zum 13. Part von New Super Mario Bros. Wii. Wir sind in der 7. Welt angelangt und beginnen damit auch mal mit 7-1. Und ich habe auch direkt ein Thema für diesen Part, zumindest für den Anfang. Und das wäre Kinos. Wie komme ich darauf? Ganz einfach, ihr wisst ja, dass ich mir den Ratchet & Clank Film anschauen wollte und dann auch mir dementsprechend, wie der Film ist, dann auch eventuell das Spiel holen wollte. So. Oh, das war knapp. Jetzt ist es aber so, dass der Film nicht überall läuft, wie ich herausgestellt habe. Nicht jedes Kino zeigt den auch überall. Beziehungsweise allgemein nicht jedes... Egal welche Kinoseele, ob das jetzt irgendwie... Ja, ich will jetzt keine Namen nennen, um jetzt groß Werbung zu machen, aber egal welche Kinofirmen das auch sind, die meisten... So, dann haben wir das schon mal. Bei den meisten ist es so, dass halt manche Filme nicht in jedem Kinosaal gezeigt werden, weil sie halt dann sagen, okay, es ist zu wenig los. Das war irgendwie klar. Es ist so schwer, da hinzukommen. Ohne Feuerblume. Und ja, manchmal ist es halt wahrscheinlich ja zu dorfmäßig oder ist einfach zu wenig los und es würde zu viel kosten. Ich weiß es nicht. Aber es war damals schon bei Jurassic Park 3D so bei mir in der Nähe und da haben sich auch so viele beschwert, dass er aber teilweise auch in manchen Großstädten nicht kam. Und das ist jetzt mit Ratchet & Clank genauso. Also es ist richtig blöd gemacht und es ist halt, ja, was soll ich sagen? Das heißt, ich kann den Film jetzt nicht gucken, weil er bei mir in der Nähe nicht läuft. Es gibt, es gibt noch ein Kino, ich sag mal, in Anführungsstrichen in der Nähe noch. Eine Stunde Autofahrt, aber das werde ich jetzt so erstmal nicht hinkriegen. Von der Zeit her. Und deswegen. Weil ich jetzt selber jetzt so noch kein Auto habe. Na, das ist dämlich, aber egal, ich habe ja nur 90 Leben. Verdammt. Und ja, deswegen funktioniert das leider nicht. Und da, wo ich halt mit der Bahn hin kann, da läuft Ratchet & Clank leider nicht. Aber zeigen natürlich schon seit einer 17. Woche oder so auf einmal noch irgendwelche Filme, die halt schon uralt sind. Also ein uralter Bibi und Tina Film, dann sogar teilweise DVDs. Also die haben ja immer, es gibt ja Kinos, die zeigen auch zwischendurch, wenn zu wenig Programm ist oder so, oder an sich halt mal bei Spezialtagen nochmal irgendwelche Special Filme dann halt, die sind dann auch meistens ab 18 oder so, sind halt dann so uralte Horror-Thriller meistens oder sowas. Oder halt Action oder sowas. In der Art. Und sowas zeigen sie auch, das sind auch zwei Filme, glaube ich, dabei wieder bei mir. Aber sowas nicht, ne, was jetzt mal rauskommt. Und vor allem, das Schlimme ist, sie machen ja auch noch Werbung dafür. Also, dass es hier eigentlich kommt, also, hier wird Werbung dafür gemacht. Das war mit Jurassic Park 3D genauso, mit Teil 1, mit der Neuauflage. Aber, zeigen es dann nicht. Also, machen Werbung, aber zeigen es dann nicht. Also, wenn ich schon Werbung für diesen Film mache, dann sollte der ja auch wohl gezeigt werden, oder? Oder wie seht ihr das? Das finde ich schon ein bisschen heavy. Also, wenn man von vornherein sagt, okay, nee, wir machen keine Werbung, weil er auch bei uns nicht kommt. Okay. Aber das ist jetzt schon immer... Na, verdammte... Ah, sehr gut. So, dann haben wir es ja doch noch hingekriegt. Checkpoint. Kettenhunde. Und ja, ich finde das halt echt blöd. Das heißt, ich kann den Film jetzt nicht gucken. Ich werde mir das Spiel jetzt mal im Laden anschauen. Und
ja, dann überlege ich mir halt, ob ich mir jetzt das Spiel hole oder nicht. Es ist halt echt blöd. Ich wollte mir echt unbedingt gerne den Film anschauen, auch mal abgesehen vom Spiel her. Aber mich halt dann auch beeindrucken, okay, wenn der Film was für mich ist, dann hole ich mir halt das Spiel. Und das ist halt jetzt nicht möglich. Und das ist halt schon, ja, blöd. Was? Die zweite Münze fehlt. Aha, das ist eine Röhre. Das sind mir hier so Schlawiner. Die hatte ich jetzt gar nicht im Kopf. So. Dann haben wir auch hier alle drei Sternmünzen. Und ja, ich finde es halt echt ein bisschen... ja, bescheuert. Um es mal auf gut Deutsch zu sagen, weil das ist echt halt nicht nachvollziehbar. Meiner Meinung nach. Aber na gut, ändern kann ich wieder, wie gesagt, leider nicht. Ich werde schauen, ob ich mir das Spiel trotzdem hole oder nicht. Interessiert mich schon, weil mir sieht ja auch gut aus. Ich werde mir das heute nochmal überdenken. Wenn, dann wird der erste Part sowieso voraussichtlich erst ab Montag erscheinen, wenn. Und ihr werdet es dann aber jetzt noch in den nächsten Parts von New Super Mario Bros. Wii noch erfahren. So, 7-3. Weil ich möchte schon ganz gern jetzt immer zwei Parts noch pro Welt. Das heißt, mit diesem Part noch 6 Stück. Eingerechnet. So, bei der 9. bei der Spezialwelt werde ich das halt dann ja auch so machen. Es ist ja dann für jede Welt ein Level. Ja, also die ersten 4 halt dann im ersten Part und dann die nächsten 4 im zweiten. Ich weiß, die könnten sogar etwas länger dauern dann die Parts, weil die sind echt ziemlich üble Level dabei. Ich hab sie damals nicht hingekriegt. Ich habe jetzt echt damit gerechnet, dass ich mich irgendwie treffen lassen muss oder so, weil ich zu blöd dafür bin, aber cool. Ja, mit der Vollblume geht's ja eigentlich auch, die Fuzzies. Mit den Fuzzies. Ich mag die Musik einfach auch. Aber ganz ehrlich, nur für den Propeller. Herz. Der ist noch cooler. Von hier kann ich einfach alles überspringen. Ich habe echt Angst, dass ich irgendwas übersehe. Ich glaube, jetzt kommt irgendwie einer. Oh ja, da. Boah, das war echt... das war jetzt... echt auch ein bisschen Glück. Na komm. Irgendwann musste man mal failen, ey. Naja. Was will ich denn mit dem One-Up? Vor allem die dritte Münze, ne? Das war so klar. Zweite vergeigt. Also können wir nochmal in dieses Level gehen. Juhu. Ich habe keine Ahnung, wo diese zweite Münze ist. Aber so ist das manchmal. Also wie gesagt, mit dem Spielen, da schaue ich mal. Wird sich schon ergeben. Wird sich schon irgendwie ergeben, dass das auf jeden Fall neue Projekte erscheinen, auch mit neuen Titeln. Ich glaube, das war irgendwie mal sich runterfallen lassen oder so. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Also vorher war es noch nicht, ab jetzt müsste das, glaube ich, irgendwie.
Ah, ich glaube, ich weiß es wieder. Nein? Ich hätte jetzt schwören können. Nein, aber jetzt weiß ich, glaube ich, wieder wo. Jetzt weiß ich, glaube ich, wieder wo. Ich kann mich, glaube ich, dran erinnern. Ja. Ich hatte jetzt die Befürchtung, dass ich nachschauen muss. Jetzt, weil ich hatte echt jetzt keinen blassen Schimmer. Aber... Und... Tom Tendo macht ja auch gerade dieses Projekt nochmal. Nicht über My Bros. Wii. Und... mit der neuen Capture-Karte, die er hat, richtig geil. Ich meine, das ist jetzt in eine 2K-Grafik packt, ey, das ist ja einfach mal mega geil. Das würde ich am liebsten aufmachen. Ich meine, ich bin jetzt mit meinem HD überhaupt zufrieden, aber... Nein? Ich hätte schwören können, das wäre so eine... Mann, ich will nicht auch nachgucken müssen. Also er hat wohl nachgeschaut, aber ich möchte nicht nachschauen. Vor allem, ich habe sein Part doch nicht gesehen, also... Weil ich das halt selber auch jetzt Let's Play... Hatte ich jetzt, wollte ich, habe ich jetzt sein aktuelles Let's Play jetzt nicht mitgefolgt. Also, nicht mit angeschaut, weil... Ja, ich wäre blöd. Irgendwas mit diesen Blöcken. Oh, no! Ah, Mann, ich will nicht nachschauen müssen. Ich bin jetzt bei 12 Minuten und ich will halt die Brücke auch noch ganz gerne schaffen. Wo ist die? Ich bin so gut von der Zeit gewesen. Ich habe 3 Level innerhalb jetzt von 10 Minuten oder so geschafft. Unter 10 Minuten. Und jetzt kommt so eine blöde Münze und versaut hier wieder alles. Das ist bestimmt die schwerste Münze des Spiels oder so. Mann. Ja, leck mich. Entschuldigung. Aber... Es ist... Manchmal regt es echt auf. Was? Oh, no! Das ist hier alles nicht. Wo ist die? Oh. Weil da kommt schon die dritte. Let's go. Ein Versuch gebe ich noch. Ein Versuch. Und da ist sie nicht. Ich gebe jetzt noch einen Versuch und sonst muss ich es nachschauen. Aber nachschauen ist halt echt blöd, weil meine Pause-Funktion auch nicht so richtig funktioniert, wie ich auch will. Also ich bin echt eingeschränkt bei der Capture Card irgendwie. Aber eigentlich muss das hier irgendwo sein. Das ist schon die dritte. Boah, ich überlebe das halt auch.
Ach, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es einfach nicht. Dann, weil meine Pause-Funktion jetzt nicht funktioniert, schaue ich kurz übers Handy nach und ich halte euch auf dem Laufenden und quatsche ein bisschen mit euch. So. Wenn alles so klappt, wie es sollte, wird auch ein Together mal erscheinen von irgendeinem Game. Ob es jetzt ein richtiges Display wird, weiß ich nicht. Aber, ja. Müssen wir dann sehen. Ein Kumpel kommt auf jeden Fall und ich hoffe mal, dass er Bock hat, mit mir einen Part aufzunehmen. Wenn er nicht will, dann nicht. Aber, ich habe das jetzt noch nicht mit ihm besprochen. Aber vielleicht wird das ja was. Okay. Jetzt muss ich echt mal schauen. Keine Ahnung, wo die sein soll. Und vor allem, wenn ich halt immer auf die Zeit schaue, ist es halt immer so eine Sache. Ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Ich würde ja echt das kurz schneiden, aber ich krieg das mit meinen Sachen da halt noch nicht so gut auf die Reihe. Jetzt hoffe ich mal, dass mein Internet nicht zu weit spinnt. Und dann sollte das auch jetzt gleich funktionieren. Gerade am Schauen, wo dieses Versteck jetzt ist. So. Ach komm, so lame, ey, so. Ich bin da doch gesprungen. Ey, an dieser Stelle, ne? Also für die, die es jetzt auch nicht mehr wissen sollten in diesem Moment. Dass ich das verfehlt. Also, dass ich das nicht gecheckt habe. Falk, ich bin da auch schon lang gesprungen. Aber ich habe halt immer die Zentimeter halt getroffen. Wo. Ja, ich habe Pech hatte. War exakt hier. Ich meine, ich bin hier gesprungen, aber halt zu weit links oder zu weit rechts. Ey, so ein Mist habe ich echt auch noch nie erlebt. So. Naja. Jetzt haben wir dieses Level auf jeden Fall geschafft. Jetzt müssen wir das nur noch hier voll zu überstehen. Oh, das war knapp. Ah, verdammt. Immer hinten Pilz. Solange es kein verdammtes One-Up ist, wird die Kopf echt alle nicht. Ich kann hier stehen. Okay. Jetzt haben wir dieses Level aber. Gut, es sind jetzt zwar knapp 20 Minuten, aber ich werde die Burg trotzdem noch in diesen Part stecken. Weil sonst wird es zu viel für den nächsten. Und wenn es jetzt auch zwei längere Parts sind, ist egal, ich möchte diese Welt in zwei Parts stecken. Ich
denke, es soll doch eigentlich machbar sein. Hier ist ein Secret Exit. Ich weiß, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wo der ist. Ich bin mir auf jeden Fall nicht mehr ganz sicher. Aber das werden wir schon herausfinden. Ich muss sagen, auch wenn die Wolkenwelt echt nicht einfach ist, ist es eine meiner Lieblingswelten. Ah, vor allem noch die Burg, ne? Also die Burg war für mich früher, als ich das Spiel das allererste Mal gespielt habe. Ich habe geheult wegen diesem Level. Jetzt ohne Witz. Das ist jetzt nicht mal eine Redewendung gewesen. Ich hab wegen diesem Level geheult. Weil ich... Das war für mich früher viel zu schwer. Ich habe so geheult, dass ich das nicht hingekriegt habe. Und da habe ich noch ohne alles einsammeln, ne? Also... So mal als Zusatz. Nebenbei. Zusatzinformation. Also das ist echt schon heavy. Aber gut, wie gesagt, das Spiel, da war ich, keine Ahnung, wie alt war ich da? Schon so lange her. Diese Stelle, ne? Aber nur so kommt man an die zweite Starcoin. Ja, klar. Das ist jetzt echt einfach nur unfair. Ich muss einfach nur ausweichen. Und ich brauche welche. Verdammt! Mann, ich wollte... Ja gut, aber ich war auch klein, Mann. Ich war klein. Ach, kommt schon. Also den Secret Exit werde ich wahrscheinlich... Ich werde jetzt den normalen Weg nehmen und den Secret Exit werde ich im nächsten Part nehmen. So kann ich es eigentlich machen. Ich denke, das ist fair. Das ist ein guter Kompromiss, dann spalte ich das auf, weil sonst wird es echt zu lang. Ich bin jetzt bei fast 24 Minuten. Haut alle ab! Gib mir den Filz. So, jetzt muss ich aufpassen, weil ich kann nicht wieder getroffen werden. Ach komm, warum werde ich ihn nicht mehr getroffen? Oh, no. Nein! Ist das unfair? Das ist... Ach komm! Wisst ihr was? Ich will es jetzt schaffen. Ich nehme mir jetzt einen Pilz, das ist mir jetzt echt zu blöd. Aber ich möchte diese Burg, ich möchte jetzt wenigstens den normalen Exit. Möchte ich jetzt in diesem Part schaffen. Weh, und ich verliere jetzt meinen Pilz, dann raste ich komplett aus. Immer versuchen, so weit wie möglich in der Mitte zu bleiben, verdammte Kacke! Meine Güte! Schön, dass ich das aus... Aber das regt echt... So, übelst auf. Ja, als
Ah! Oh no! Hey, ich. Irgendwie war ich auch so komisch geneigt mit meiner Fernbedienung, dass es von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Ja, 25 Minuten. Ein Versuch noch, sonst muss ich sie wirklich in den nächsten Part packen. Und jedenfalls muss ich dann das Schloss schon für den Part mit für die Achte. Vielleicht geht's nicht anders, aber es ist halt, das ist auch keine leichte Burg. Die Burg ist echt nicht einfach. Ich muss meine Fernbedienung ganz ruhig halten. Nein! Ich will nicht sagen, aber ich hab hier mit Schiss. Nein, nicht sterben! Weg damit! Oh Gott! Oh crap! Geh nach vorne, geh nach vorne, geh nach vorne und schieß und schieß und schieß und schieß und schieß. So, und jetzt nach rechts. Oh Gott! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Pilz! Und irgendwo rechts war der Secret Exit, aber ohne Witz, die dritte Münze ist so unfassbar schwer und verhältnismäßig, wenn ich, ich weiß nicht mehr, aber ganz ehrlich, wo war das das schwerste? Ich glaube, die siebte Welt ist auch das mit dem schwersten Level. Ah, Ludwig, ne, ich hasse Ludwig. Auch in New Super Mario Bros. U, ich mag den einfach nicht, der ist so fucking schon schwer, auch echt, also hier sind sie ja alle noch gleichmäßig gut verteilt, relativ gleichmäßig gut verteilt, sie werden schwieriger. Jetzt komm mal runter, Alter. Aber in New Super Mario Bros. U, ne, die ersten sechs, die sind ja am verhältnismäßig ein absoluter Witz gegenüber Ludwig in New Super Mario Bros. U, ey, das ist ja so übel. Das werde ich bestimmt auch nochmal let's playen, aber... So, Ludwig. Jetzt haben wir das. Ey, also ohne Witz, es ist echt nicht zu unterschätzen, wie schwer er verhältnismäßig zu den anderen ist. Okay. Dann war's das für diesen Part. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wenn wir dann hoffentlich, wenn es geht, den Rest der siebten Welt machen. Kommt drauf an, wie schnell die restlichen Level sind. Ich hab sie nicht mehr in Erinnerung. Wenn es so schnell funktioniert wie mit den ersten drei Leveln, dann ja. Geisterhäuser können aber unter anderem auch immer länger dauern. Und wenn ich jetzt noch ein paar Mal verkacke beim Secret Exit, dann naja. Wird es noch sehr witzig. Also dann, schaltet wieder ein und lasst gerne ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.